Jesus wird verhört. Teil 3 der Ostergeschichte. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus: Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat? Ja, der bin ich. Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah, und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte, den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst: Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, der bin ich. Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter. Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste. Aber sie ließen nicht locker. Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen. Pilatus sah einen Ausweg. Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt. Geh zu ihm. Er soll über ihn urteilen. So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus: Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse? Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus: Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus erwiderte: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist. Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen: Verurteile Jesus zum Tod! Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden. Also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat.